Praxistipps und Werkzeuge zu OER. Wir haben eine wunderschöne Handreichung gemacht, die ganz im Zentrum dieses Talks stehen soll. Philipp Sanke, Landeszentrale für politische Bildung. Und es stellt sich die Frage, warum macht die Landeszentrale Praxistipps und Werkzeuge zu OER? Das hat eine Geschichte. Die fängt hier an. Wir haben ein wunderschönes, richtig schön bewährtes, schon über 10 Jahre existierendes Angebot zur Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalens. Wie das immer so ist, die hat schon seinen dritten Relaunch hinter sich und jetzt war es mal wieder soweit. Was machen wir mit dem Ding? Es ist nicht responsiv, wir müssen irgendwas Schönes machen. Und dann haben wir uns geguckt, alles auf ein neues CMS zu stellen, responsiv, wunderbar, noch ein paar mehr Games da rein. War teuer. Und dachten wir, bringt nicht so furchtbar viel. Wir machen lieber was, was wirklich Modernisierung heißt. Wir öffnen die Materialien für OER, dass man besser darauf zugreifen kann, dass man besser damit weiterarbeiten kann und dass wir einen echten Mehrwert für den Bildungsbereich schaffen. Warum? Weil man das jetzt kann und so macht. Jetzt ist das nämlich eine schöne Idee. Die ist schnell, die hat man schnell, aber dann fragt man sich, ja, wie machen wir das denn jetzt? Und dann, je näher man drüber nachdenkt, je mit mehr Leuten man drüber spricht, merkt man, oh, wir haben Rechte, wir haben Lizenzen zu klären. Dann ist da sowas wie Metadaten, wenn man wirklich mitarbeiten möchte. Wir haben ja 1000 Texte, die müssen ja irgendwie handhabbar gemacht werden. Dann gibt es Formate, in die man das Ganze raustun soll. Dann soll man das vielleicht die Formate wählen, wo man mit bestimmten Tools, wo man weiterarbeiten kann. Und am allerwichtigsten, verdammt nochmal, jetzt, wenn man das alles macht, wie weckt man Interesse dafür? Und da haben wir uns natürlich erstmal zusammengesetzt, weil wir gemerkt haben, das kriegen wir gar nicht alleine hin. Haben erstmal ein wunderschönes Redaktionsbüro gefunden, Sebastian Kauer in Köln. Die haben auch einen Löwenanteil der Arbeit gemacht und haben zusammen mit denen uns erstmal Expertinnen aus allen Bereichen geholt. Aus OER, aus Schule, aus der Schule, aus Open Data und natürlich aus der politischen Bildung. Das waren wir dann selber. Und dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt und dann war relativ schnell klar. Ein paar Fragen konnten wir klären. Lizenz, CC BY, sonst wollen wir gar nicht weitermachen. Anreichung mit Metadaten war schon ein bisschen komplizierter. Wie können wir diese Texte handhabbar machen? Themenverschlagwortung, Ortsbezüge exakt herstellen und all das. Das war relativ aufwendig, aber das war zu klären. Welche Formate exportieren wir? War auch zu klären. CSV, PDF und so ein paar. Aber zum Punkt Interesse. Wie wecken wir das Interesse? Da war uns schnell klar, wir müssen den Leuten was in die Hand geben. Wie können sie mit unseren wunderschönen Daten arbeiten? Und das ist das, was ich eigentlich vorstellen möchte. Wir haben eine 98-seitige Handreichung entwickelt. Yay, 100 haben wir noch gerade so verhindert. Und da ist ganz viel drin. Umgang mit Lizenzen, ganz, ganz viele Tools zum Weiterarbeiten mit Beispielen, OER-Quellen für weitere Materialien, Links zu Didaktik und Methoden, Checklisten und man kann es halt nicht nur für Geschichte NRW benutzen, dann noch Lehrplanbezüge, Themenpakete und mehr. Tools, nur ein ganz kurzer Blick. Großer Blumenstrauß, den wir aufgemacht haben, um Appetit für OER zu machen. Storytelling, Zeitleisten, Karten, Parcours, Infografiken, überall, wo man unsere Texte andocken kann, wo man was mitmachen kann. Quiz und Spiele. Wir haben uns Mühe gegeben. Beispiel Storytelling, nur eines von den Tools. Nicht nur gesagt, da gibt es was, sondern wofür braucht man das? Was ist der Mehrwert der digitalen Umsetzung? Was kann man damit machen? Und immer mit Beispielen. Und welche Softwarewerkzeuge gibt es davon? Welche sind Open Source? Welche sind sonst was? Wie kann man das dann konkret umsetzen und wo kann man mehr Informationen bekommen? Auch Checklisten für die praktische Arbeit. Was tue ich vor dem Start? Welche Methodenkonzepte gibt es jetzt, um damit umzugehen? Wie kann ich die Umsetzung planen, eine Zusammenarbeit regeln, Inhalte strukturieren mit Storyboards? Das war alles. Wir haben es versucht, so konkret wie möglich zu machen. Und diese Handreichung ist halt nicht nur für unsere Geschichtsmaterialien zu brauchen, sondern für alle, die mit offenen Daten, die mit OER-Daten was anfangen wollen. Wer gleich loslegen möchte, wer sich unsere Handreichung runterlegt, der kriegt natürlich unsere Materialien aus Geschichte NRW, handgeschnürt oder auch mit einer offenen Schnittstelle. Dachten wir, das ist auch ganz passend zu so einem Projekt, wo er sich genau die Texte mit den Filtern raussuchen kann, die er gerade jetzt haben möchte oder für die Jahre. Und der Ausblick ist, die Dinger sind bei uns abrufbar, pbnrw.de/orr, das ist die einzige URL, die man sich merken muss. Läuft jetzt die Distribution auf die Bildungsserver. Wir werden das Ding regelmäßig überprüfen und aktuell halten und vorstellen, wie hier zum Beispiel, das Feedback einarbeiten und dann hoffen wir mal, offen, digital, läuft.